Für viele ungewohnt, Herbert Fandl im weißen Hemd. Jahrzehntelang kannte ihn Fußball-Deutschland eigentlich nur im Trikot des Unparteiischen. Seit einem Jahr aber ist der gelernte Konzertpianist raus aus der aktiven Schiedsrichterarbeit. Stattdessen ist Fandl nun in die Funktionärsriege aufgestiegen. Seit 1. Mai ist er Chef im Schiedsrichterausschuss des Deutschen Fußballbundes. Eine neue, ungewohnte Rolle, in die er aber vermutlich schnell hineinwachsen wird. Nichtsdestotrotz aber fehlt ihm, das gab Fandl gestern zu, die Arbeit auf dem Platz, gerade zu WM-Zeiten. Ja klar, die Erinnerung ist noch da, aber es ist jetzt schon ein Jahr her. Da wächst ein bisschen Gras drüber, aber es fasst einen immer noch an, wenn man die großen Spiele sieht, dass man da nicht mehr dabei ist. Auf der anderen Seite habe ich eine hohe Verantwortung jetzt für die Schiedsrichterei insgesamt. Das ist auch ein schöner Posten. Wollen wir mal sehen, was wir da rausholen können. Beim Talk im Bock in Leutkirch ging es gestern natürlich intensiv um die WM in Südafrika, besonders um die Leistungen von Fandls internationalen Kollegen. Die nämlich stehen aufgrund vieler fraglicher Entscheidungen momentan schwer in der Kritik. Nicht ganz zu Recht, wie Fandl findet. Ja, das würde ich nicht so sehen. Im Mittelpunkt stehen nur die schwachen Schiedsrichterleistungen. Die ausgezeichneten werden nicht beachtet. Das ist aber ein Gesetz, das in der Schiedsrichterei schon seit Jahrzehnten gilt. Insgesamt sind mir die Leistungen zu unterschiedlich, die Extreme zu groß. Einige Schiedsrichter greifen unrechtmäßig hart durch, zücken mir zu viele Karten. Zu schnell vor allen Dingen, reden kaum mit den Spielern. Andere lassen mir zu viel laufen, da gibt es was auf die Socken, wie bei dem Spiel Elfenbeinküste gegen Brasilien. Wüste Tritte werden nicht mit der roten Karte bestraft. Da einen Mittelweg zu finden, müsste eigentlich das Ding für eine WM sein, ist nicht so ganz geglückt. Fandl ist einer, der sich selbst vor Kritik nicht scheut, aber auch einer, und das wurde deutlich, der sich nicht nach der breiten Masse richtet. Ein Beispiel, sein Nein zum Videobeweis, der aktuell nach dem strittigen Nicht-Tor im Spiel Deutschland gegen England wieder in der Diskussion steht. Nee, wir brauchen den Videobeweis auf keinen Fall, aber wir könnten den Chip im Ball jetzt gebrauchen, um gerade in dieser Frage, Tor ja oder nein, eine klare Entscheidung zu bekommen. Ich meine gestern, das hat wenig mit Videobeweis oder Chip im Ball zu tun, das muss ein Assistent sehen. Wenn ein Ball so deutlich drin ist, da gibt es kein Drumherum, wofür habe ich den denn dann? Das geht nicht anders. Da habe ich auch kein Verständnis für, aber es gibt viel knappere Fälle, wo es mit bloßem Auge fast nicht zu erkennen ist. Da hätte ich gerne den Chip im Ball und dann habe ich eine klare Entscheidung, das würde uns helfen. Helfen wird den deutschen Schiedsrichtern aber auch ein Ende der Skandale. Allerdings, trotz Heutzer-Affäre und dem Amarell-Kempter-Skandal, sieht sich der 46-Jährige nicht als jemand, der Ruhe in die Schiedsrichterriege des DFB reinbringen muss. Nein, das Hauptfeld wird sein, mit Sicherheit die fachliche Ausrichtung der deutschen Schiedsrichter, sie professionell auszurichten, in der Spitze auch zu gewährleisten, dass sie eine gute Arbeit machen in der Fußball-Bundesliga. Da lasse ich nicht dran rütteln, aber wir sind in einer Zeit, wo man mit allem rechnen muss. Schiedsrichter sind keine besseren Menschen. Wir haben es gesehen, Holzer-Skandal etc. pp. Viele Dinge, die jetzt hinzukommen, damit muss man umgehen. Aber ich habe nicht vor, mich von dem fachlichen Weg zu verabschieden. Aber ich habe vor, in den Dingen, die auf mich zukommen, klar und berechenbar zu entscheiden. Und das wird Fandl, das hat er angekündigt, tun wie seine Arbeit als Unparteiischer mit ausreichend Fingerspitzengefühl.